Vielen Dank, Herr Kollege Döring. Das Wort für eine Restzeitrede der Piraten hat nun der Kollege Mayer. Großzügig betrachtet, anderthalb Minuten, Herr Kollege, großzügig betrachtet. So. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Es tut mir auch leid, dass wir erst so spät mit diesen Anträgen hier angekommen sind. Und ich würde auch vielleicht für etwas Verständnis werben, wenn ich vielleicht ein oder anderthalb Minuten überziehe hier. Aber es soll auch das nächste Mal nicht wieder vorkommen. Aber ich denke, also worum es hier geht, ist mir und vielen von uns wirklich sehr wichtig, weil ich kann es persönlich einfach nicht fassen, wie wenig Rechte nach dieser Geschäftsordnung der einzelne Abgeordnete hier im Haus hat. Jeder von uns hier repräsentiert ungefähr 20.000 Berliner Bürger, aber darf hier in diesem Parlament nicht einmal Anträge stellen. So, das ganz unabhängig, ich meine, ich bin der Meinung, hier sitzen lauter intelligente, erwachsene Menschen, die auch mit ihren Rechten einigermaßen sensibel umzugehen wissen. Und diese Geschäftsordnung ist eine Misstrauenserklärung an uns selbst. So. Und ich denke, es wird ausreichend Zeit bleiben, in den Ausschüssen und hoffentlich auch noch im Plenum das ganze Thema zu diskutieren. Und damit das Ganze jetzt nicht zu sehr auf die lange Bank geschoben wird, möchte ich auch noch ankündigen, dass wir in dem Zusammenhang, also weil wir der Meinung sind, dass das, was in dieser Geschäftsordnung steht, so mit der Verfassung von Berlin und dem Grundgesetz nicht in Einklang zu bringen ist, dass wir halt auch ein Organklageverfahren auf den Weg bringen werden und hoffen, dass wir dann hier im Parlament etwas schneller fertig werden als das Gericht. Herr Kollege, vielen Dank. Ich freue mich auch auf die nächsten 5 Jahre spannender Zusammenarbeit und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Mayer. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen jetzt zu den Abstimmungen.